Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es geht heute weiter in der Einrichtungsserie hier von dieser Riesenvilla. Und heute ist die Küche dran. Und ja, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Und wenn euch das gefällt, dann bauen wir das schön da hinten in unserem anderen Haus zusammen nach. Genau, so, wir starten mal wieder beim Eingangsbereich, ne? So, wir werden wahrscheinlich immer hier starten, so wenn wir reinkommen. Ich habe übrigens hier Druckplatten hinzugefügt, ne? Dass wir hier entspannt immer raus und reingehen können. Und wenn wir dann hier rechts hingehen, durch diesen Korridor, kommen wir hier in die Küche rein und das ist heute dran. Ne? Und was haben wir hier? Wir haben hier einmal den ganzen Küchenbereich, heißt wir haben hier zum Beispiel einen schönen Kühlschrank, ne? Den man über den Knopf auf und zu machen kann. Hier so ein Lagerplatz, Arbeitsflächen, ein Waschbecken, hier dann wirklich die Kochecke, ne, mit Dunstabzugshauben, Ofen, ja, noch ein bisschen mehr Arbeitsflächen, Stauraum. In der Mitte hier dann so eine große Bar, sag ich mal, oder so eine Kücheninsel, ne, mit so zwei Barhockern, wo man hier noch ein bisschen chillen kann. Hier ein bisschen Grünzeug vor dem Fenster. Hier auf der Seite auch ein bisschen Stauraum. Also hier, ne, kann man auch ein paar Sachen verstauen, genauso hier in dem Regal. Und hier hinten dann die Essecke, ne, wo wir einen Tisch haben mit 6 Stühlen dran und hinten eine Weinablage, sag ich mal, ein Weinregal. Genau, das ist so heute dran. Dann würde ich sagen, ja, steppen wir mal rüber in das andere Haus und bauen das dort hinten zusammen nach. So, ist für mich übrigens schon der zweite Durchlauf. Beim ersten Mal habe ich vergessen, den Sound aufzunehmen. Belastend. So, okay, also wenn wir reinkommen, das Erste, was wir machen, erstmal hier die Druckplatten hinzusetzen. Also 2 Birkenholz-Druckplatten. Habe ich vorhin vergessen, wieder rauszureißen. Also die müsst ihr da einmal hinsetzen. So, ansonsten starten wir dann einmal hier und da müssen wir mit den Wänden starten. Ne? So sieht das ja bei euch aus. Und dann nehmen wir uns erstmal Quarzblöcke und dann fangen wir an, hier an dieser Wand, an der Stelle, nach links gehend 6 Quarzblöcke hinzuziehen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis hierhin. Dort kommen dann nochmal Blöcke oben drauf. Come on, so. Dann lassen wir hier 3 Blöcke frei, also 1, 2, 3 und den vierten hier. Und hier kommen dann nur wieder Quarzblöcke hin. Einmal hochziehen. Und dann nehmen wir uns Quarzstufen, smooth, also glatte Quarzstufen und setzen hier oben nochmal 3 Stück rein, dass wir hier so einen Bogen haben. Dann hier hinten an der Kante gehen wir jetzt einmal nach links nochmal 6 Quarzblöcke raus, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, beziehungsweise noch einen siebten bis hierhin. Genau, so, da drauf kommen dann nochmal Quarzblöcke, einmal bis ganz nach oben ziehen. So, und wenn wir dann hier reingehen, jetzt muss ich mal gucken, hier, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau, das passt. Und auf den letzten Block, hier nach rechts gehend, ziehen wir jetzt auch einmal Quarzblöcke bis hier zur Wand dran, da drauf dann nochmal welche und hier oben, dass wir die Räume so schon mal separiert haben. Und das ist dann so die Fläche, mit der wir hier heute arbeiten. So, wo starten wir am besten? Und da würde ich sagen, wir fangen direkt mit der Küchenecke an, mit der Küchenzeile. Und da nehmen wir uns erstmal poliertes Diorit und die werden hier ein bisschen rumschreien die ganze Zeit. Die machen immer Lärm hier, ne? Ich muss, glaube ich, mein Diamantschwert wieder ziehen gleich. So, genau, wir nehmen poliertes Diorit und fangen an, hier in der Ecke einmal 1, 2, 3 Blöcke rauszureißen nach vorne und dann hier nach rechts bis an die Wand und den ganzen Bereich. Und dort, genau, ziehen wir poliertes Diorit einmal rein. So, außerdem gehen wir hier an diese Wand und ziehen dann hier nochmal 2 weitere raus. 3 Blöcke raus, also diese 6 Blöcke auch einmal mit Diorit auffüllen. Dann haben wir hier schon mal die Fläche, wo die Küche reinkommt. Genau, so. Als erstes nehmen wir dann Quarztreppen. Glatte oder normale, ist eigentlich egal. Egal, glaube ich. Nehmen wir einfach mal normale Quarztreppen und ziehen hier 2 umgedrehte hin. Dann nehmen wir uns Öfen. Furnaces auf Englisch. Ziehen hiervon 2 Stück hin.
Dann nehmen wir einen Quarzblock, den wir hier hinziehen. Und dann nochmal zwei Blöcke daneben. Hier kommt übrigens nochmal ein Block drauf. So, dann brauchen wir einmal ein Fass. Ups. Komm schon. So. Ein Fass. Setzen das hier rein. Dann brauchen wir einen, wie heißt der nochmal, einen Kessel. Cauldron auf Englisch. Der kommt dann einmal hier hin. Dann nehmen wir eine umgedrehte Treppe wieder. Die kommt hier hin. Und dann brauchen wir einmal einen Grasblock, den wir hier hinsetzen. Jetzt wird es hier schon ein bisschen dunkel. Das heißt, ich nehme jetzt schon mal die Laternen. Und dann setzen wir die schon mal da dran. Und zwar einmal hier über dieser Treppe. Hier oben an der Wand eine Laterne hin. Und außerdem hier links über dieser Treppe. Zack, dort eine Laterne hin. Genau. Wenn wir das haben, kommt hier an der Stelle einmal eine umgedrehte Treppe nochmal hin. Dann nehmen wir uns Quarzstufen, zwei Stück da drauf, bis hinten in die Ecke und dann nochmal zwei hier rüber. Ziehen wir auch nochmal Quarzstufen. Genau, soweit dann erstmal an der Stelle. Dann würde ich sagen, nehmen wir als nächstes einmal, wo haben wir sie denn? Hier, Birkenholz-Falltüren. Setzen eine hier oben hin. Und einmal hier links, da oben auch eine hin. Dann nehmen wir uns einen Teppich, einen weißen Teppich. Der kommt dann einmal hier auf dieses Fass oben drauf, dass wir auch da eine weiße Ablagefläche haben. Dann würde ich sagen, können wir schon mal Wasser hier reinfüllen in den Kessel. Außerdem können wir einen Haken nehmen und den einmal hier drüber platzieren. So, und was wir auf jeden Fall einiges auch noch brauchen werden in dem Raum sind Töpfe, also Blumentöpfe. Nehme ich einfach schon mal einen. Und genau, dann kommt hier hinten ein Topf hin. Hier nicht, aber hier links hier nochmal zwei Töpfe hin. Die füllen wir dann gleich auch noch auf. Als nächstes würde ich aber sagen, hier hinter diesem Ofen reißen wir diese Blöcke einmal raus. Die hier unten auch. Und setzen dort hinten nochmal eine. Genau, dort nochmal einen Block rein, dass wir diese Auskerbung haben. Und da machen wir das jetzt so, dass wir einmal Stufen nehmen, und zwar glatte Steinstufen. Davon zwei hier hinterziehen. Dann nehmen wir uns schwere hier Druckplatten, setzen die. Digga, was geht da ab, Alter? Hat der die hier festgebunden? Naja, so. Hier hinten kommen Druckplatten drauf und hier auch. Wichtig, Shift gedrückt halten, sonst klickt er nur in den Ofen rein. Das wollt ihr nicht. Also Shift gedrückt halten, dann diese Dinger da drauf platzieren. So, dann nehmen wir uns Trichter. Die Reihenfolge ist jetzt hier auch ganz wichtig, weil jetzt können wir hier hinten nämlich auf diese Druckplatten Trichter draufsetzen. Bam, bam. Und dann sind die hier oben. Und gucken auch nach unten. Und das ist das, was wir wollen. Als nächstes nehmen wir dann einmal also Eisenfalltüren. Nicht schwere, sondern Eisenfalltüren. Shift gedrückt halten und hier an die Trichter dran setzen. Dann haben wir hier eine Dunstabzugshaube. Und hier, um noch ein bisschen Licht hier reinzubringen, habe ich diese leuchtenden Itemframes gefunden. Ich finde die übelst geil. Davon setzen wir zwei Stück hier hinten rein. Haben noch mal ein bisschen Licht. So, außerdem nehmen wir uns eine Eisentür, setzen die hier dran. Und wichtig, wir müssen es einmal so rum umdrehen und die hier auf den Boden setzen, dass die hier dran kommt. Und dann nehmen wir uns noch einen Knopf, Stein, Button, Steinknopf, setzen den hier dran. Zack. Schon funktioniert unser Kühlschrank. So, damit sind wir noch nicht ganz durch. Wir müssen erstmal die Töpfe füllen und da haben wir einmal Porzellansternchen genommen. Hier hinten einen rein und hier oben drauf auf den Grasblock. Hier ganz links habe ich ich glaube, einen Birkensetzling reingesetzt und hier, das müsste dieses Mangrovensetzling, heißt es wahrscheinlich. Propagule, Mangrove Propagule. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Sieht aber nice aus. Das habe ich da reingefüllt. Und
So, genau, jetzt brauchen wir nochmal, auch wichtig, erstmal nehmen wir die Item Frames, setzen hier zwei Stück dran. Hier an diesen Kessel, wichtig, Shift gedrückt halten, dran setzen, hier einen hin und hier einen hin. Dann brauchen wir Teppiche, und zwar graue Teppiche. Und setzen die jeweils in diese Item Frames rein. So, dann nehmen wir uns einmal Schilder, und zwar Birkenholzschilder. Setzen hier bei dem Gasblock jetzt wichtig, ihr müsst genau diese Kanten hier rausklicken, ne? Genau auch diese Kanten. Und dann könnt ihr hier die Schilder platzieren, hier genauso diese kleine Kante auswählen. Dann könnt ihr das da drüber ziehen, dann sieht das so aus. Und dann brauchen wir außerdem noch Banner, weiße Banner. Und das machen wir hier. Und wichtig auch immer diese Kanten auswählen. Heißt hier oben ein Banner dran, hier mit Shift, ne? Zack, dort ein Banner dran, hier ein Banner dran und hier. Und damit haben wir unsere Küchenzeile fertig. So, hat nur 11 Minuten gedauert. Krass. Und es kommt noch einiges. Also die Tutorials dauern echt ein bisschen länger, als ich erstmal gedacht habe. Aber ist ja in Ordnung. So, ihr habt ja die Zeit. Als nächstes machen wir dann hier mit der Kücheninsel weiter. Dafür nehmen wir uns Quarzblöcke, gehen hierhin, orientieren uns am Boden und setzen hier und hier einen Quarzblock hin. Dann nochmal hier vor zwei Stück. Dann brauchen wir Treppen. Ich nehme mir mal gerade von hier. So, hier kommen umgedrehte Treppen dran. Dann brauchen wir Quarzstufen, setzen davon wieder zwei Stück hin. Und jetzt nehmen wir einmal Glasblöcke und zwei ganz normale ungefärbt. Und setzen davon zwei Stück hier hin. So, dann weißen Teppich, einmal hier oben drauf, dass die Ablagefläche dort auch passt. Dann habe ich einen Blumentopf hier drauf gestellt. So, und dann würde ich sagen, machen wir einmal die Beleuchtung. Und zwar über diesem Block, den ich jetzt anvisiere, also hier an der Decke kommt eine Lampe. Und über dem Block, also hier an der Decke. Na, einmal so checken. Es müsste über dieser Bar, sage ich mal, oder über dieser Kücheninsel sein. Genau, so, das passt. Dann gehen wir einmal hier auf die Rückseite. Wichtig, das ist ein Orientierungsblock. Dann kommt hier eine umgedrehte Treppe dran. Und an der Stelle auch. Zack, zack, die wieder weg. Dass wir zwei von solchen Treppen haben. Hier vorne kommen wieder leuchtende Item-Frames, also Rahmen dran. Dann nehmen wir uns wieder Falltüren, das Birkenholz, setzen die hier drauf, klappen die jeweils hoch und haben dann zwei von solchen Barhockern hier vor dieser Kücheninsel. Genau, so, und um hier hinten das Ganze noch zu verfeinern, schön zu machen, habe ich hier vor dem Glas, also angefangen von hier, diese Linie, zack, bis hierhin rausgerissen. Dort kommen Grasblöcke stattdessen rein. So einmal über die ganze Linie. Dann brauchen wir einmal Zäune, Birkenholzzäune. Hier kommt einer hin, in der Ecke kommt einer hin und hier. Und außerdem lassen wir dann hier 1, 2, 3 Blöcke frei und hier. Das ist sozusagen genau die Mitte von den beiden. Da kommt dann auch ein Zaun hin, eine kleine Säule und dort drauf Birkenholz, nicht Holz, warum sage ich immer Holz? Birkenlaub. So, das kommt da drauf. Da drauf, hier drauf und hier drauf. Und hier zwischen, weil es natürlich noch nicht reicht, nehmen wir großen Farn, hauen den hier und hier zwischen. So, und das war's dann erstmal mit dem Grünzeug. Genau, so. Jetzt wird es auch, glaube ich, langsam dunkel. Oder nicht? Weiß ich nicht. So, wir machen auf jeden Fall. Ah, nee, eine Sache hätte ich jetzt wirklich fast wieder vergessen. Und zwar hier kommt ein schönes Bildchen hin. So ein kleines Gemälde. Heißt, wir nehmen uns einmal ein Painting raus und müssen das hier, aber es muss ein einzelnes sein. Das heißt, oben erstmal irgendwas dran setzen. So, und zwar ein Kaffeebecher kommt hier dran. So, da ist er. Das hat vorhin viel länger gedauert in der ersten Aufnahme. Okay, genau, damit haben wir den Kaffeebecher. Jetzt wird es dunkel. Machen wir einmal wieder hell. Bam. So, dann kommen wir jetzt hier in die nächste Ecke. Würde ich sagen, machen wir hier weiter, bevor wir zur Sitzecke kommen. Und dann nehmen wir uns einmal Fässer, setzen hier an der Wand zwei Stück hin, hier oben auch, hier ein Fass hin und hier oben. Dann brauchen wir diese Falltüren, setzen hier, ach, come on,
So. Hier eine Tür hin, zuklappen, oben eine hin, zuklappen. Und dann können wir hier mit Shift gedrückt halten, noch eine dran setzen. So, das gleiche machen wir hier auch. So. Und auf der Seite. Zack, zack. Und hier dran. Zack. Genau, die werden jetzt noch verschönert. Heißt, hier kommen zwei Blumentöpfe rein. Und dort hinten eine. Ah, das habe ich hier auch noch. Ah, das haben wir vergessen. Wir brauchen noch eine Candle, also eine Kerze. Ganz wichtig. Ganz wichtig. So, und zwar kommt hier eine hin. So, zweimal draufdrücken. Also so eine Kerze. Zwei Stück. Und hier. Zack, eins, zwei, drei Stück habe ich reingesetzt. Sieht ganz cool aus, finde ich. So, und um das Ganze jetzt noch. Boah, fast verschluckt, Alter. Um das jetzt nochmal zu verschönern. Hier Item Frames dran mit die Leuchten, also Shift gedrückt halten, hier genauso, zack, zack. Dort auch wieder graue Teppiche rein, Banner nehmen, Shift gedrückt halten und hier oben, ne, auf diese kleinen Lücken, sage ich mal, anvisieren, zack, zack, zack. So, haben wir diese Dinger. Hier im linken Topf habe ich einen Dschungelsetzling reingehauen und im rechten eine Oxeidaisy. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, diese so Gänseblümchen, Sonnenblume, keine Ahnung. Dreht sich das eigentlich immer in die Richtung, wo man. Nee, oder? Nee, ich glaube, das sieht einfach nur so aus. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt in diese Ecke. Da fangen wir an mit bababam, Stufen aus Quarz. Und hier orientiert an der Wand setzen wir einmal hier eine Stufe hin und hier eine hin. Dann lassen wir einen Block frei, hier einen hin, wieder einen Block freilassen und so. Das gleiche auf der Seite. Also dass wir hier sechs von solchen Stufen haben. Dann brauchen wir Treppen, Quarztreppen. Setzen hier Orientierungstreppe hin und hier eine richtige. Die kommt wieder weg. Also eine, die in diese Richtung gebogen ist. Das gleiche hier auch. Einmal dort eine hin, hier, zack, ne? Dass wir hier die Treppe haben. Dann nehmen wir uns wieder Glasblöcke. Wobei, warte, stopp, stopp, stopp. Bevor wir die setzen, ganz wichtig, Glowstones nehmen. Hier unten den Block rausreißen, Glowstone hin. Den Block rausreißen, Glowstone hin. Und dann einmal hier drei Glasblöcke drüber. So, dann nehmen wir uns weißen Teppich. Hier drauf, hier drauf, hier drauf und hier drauf. In der Mitte, das bleibt frei, weil. Was kommt da hin? Bada baba. Wer hat bald Geburtstag? Ich. Ich habe halt ehrlich übermorgen Geburtstag. Wenn das Video rauskommt, ist es schon morgen. Könnt ihr mir gerne gratulieren. So, genau. Und der kommt dann einmal schön hier in die Mitte, dass der Tisch auch ordentlich gedeckt ist, ne? So, was machen wir noch? Wir nehmen uns Schilder, Birkenschilder, setzen. Hier ein Schild dran. Bam. Und auf der Rückseite hier ein Schild dran. So, außerdem nehmen wir uns Türen. Wo sind sie denn? Birken. Türen. Und setzen die jeweils auf die Rückseite von diesen Stufen. Ne? Hier auch. Ups. Da und da. Ne? Dann seht ihr schon, dann sind das solche Stühle. Sechs Stück an der Zahl. Genau, so, dann gehen wir einmal hier, wobei, lass uns mal die Beleuchtung hinmachen. Und zwar hier drüber kommt oben, bam, da nochmal eine Laterne hin und hier drüber auch. Einmal dort, zack. Na, dass wir so zwei von den Laternen haben. Und hier hinten an der Wand, an der Rückseite, da brauchen wir jetzt einmal Birkenholzstufen und Treppen. So, fangen an, eine Treppe hier hinzuziehen und dann hier rechts fünf Stufen, also 1, 2, 3, nee, 4 Stück, sorry. 4 Stück bis hierhin. Dann nehmen wir uns wieder Stufen, ziehen hier 1, 2, 3, 4 Stück hin und hier auf dem letzten kommt wieder eine Treppe hin. Ihr müsst sie seitlich dran setzen, dass sie hochklappt. Und dann einmal hier, zack, bis da hinten hin, ne? Dass man hier so eine schöne, so eine S-Form hat aus Regalen. Dann nehmen wir uns wieder Glowing Item Frames, setzen hier, hier und hier welche dran. Und hier, hier und hier welche dran. Und hier hinten in der Ecke habe ich übrigens so einen schönen Grasblock genommen, den reingesetzt.
Da habe ich noch Falltüren wieder genommen. Birkenholz-Falltüren. Die dort dran gesetzt und zugeklappt. So, hier auch nochmal. Zack, zack, zack. Und dort habe ich dann so ein schönes. Wo ist es denn? Das Ding hier. Dieses große Blatt genommen. Ich finde irgendwie. Irgendwie hat das was. Das sieht cool aus. Und hier in die Regale, also in die Item-Frames, kommen Weinflaschen, ne? Da habe ich einfach so rote Flaschen genommen. Was ist das? Trank der Heilung oder so. Zack, zack, zack. Alles einmal rein. Haben wir eine schöne Weinflaschensammlung da hinten. So, was fehlt noch? Auf jeden Fall hier ein Teppich. Da nehmen wir einmal grauen Teppich, hellgrauen, sorry, hellgrauen Teppich. Fangen an einmal an der Stelle hier. 1, 2, 3, 4 Blöcke Teppich und hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere. Zack, ziehen das hier einmal zusammen. So, füllen das Ganze dann hier einmal auf. Dass wir hier so einen schönen Teppich haben, einfach um dieses Feld noch ein bisschen zu füllen. Achso, und hier hinten stimmt. Da habe ich nochmal poliertes Diorit genommen, einen Block hier hingesetzt, ein Fence oben drauf, also ein Zaun und ein Glowstone da drüber, also so als nochmal extra Beleuchtung, weil es sonst doch noch ein bisschen dunkel ist in dem Bereich und damit der, weil der sonst so übelst krass blendet, nochmal Birken, Schilder dran gesetzt, ne? So. Ja, jetzt muss ich mal gerade schnell gucken. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Ich glaube, der Bereich, das passt. Das sieht ganz gut aus. Hier ist, glaube ich, auch alles. Ja, dann glaube ich, soweit müsste es das gewesen sein mit der ganzen Deko. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich nichts vergessen habe, aber eigentlich sollte das so passen. Sieht doch alles ganz gut aus. Ja, Leute, weil dann würde ich sagen, an der Stelle, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da und. Ja, es geht dann demnächst weiter. Ich weiß noch nicht mit welchem Raum. Das werdet ihr dann aber sehen. Ne? Habt ihr abonniert? Glocke ist ja da. Bekommt ihr dann ja mit. Genau. Danke nochmal fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Shit. Okay.